Ich muss mich wiederholen. Donny? Was? Soll das ein Witz sein? Soll das ein Witz sein? Ey, es tut mir leid. Also wenn du Crewman bist, dann tust du mir wirklich... Ja. Was ist los, Claudio? Ja, warum spielst du denn so? Ja, was? Ich spiel doch ganz normal. Nein, spielst du nicht. Erzähl hier keinen Blödsinn. Mit deinem Random Boats. Warum deckst du denn ja, den Killer? Ja, was für Random Boats? Ich werd halt einfach nicht gekillt. Warum deckst du denn den Killer? Und warum votest du random Leute raus? Hey, Leute. Was geht? Kann ihr mit? Claudio und? René, hallo. Und? Donny, was geht? Ja, Donny ist heute das erste Mal mit Facecam zwischendurch auch dabei. Oh. Genau. Mhm. Natürlich kann Donny gar nicht spielen. Oh. Aua, aua. Bin ich mal gespannt, wie er sich heute, natürlich wenn er jetzt Imposter ist, falls ich jetzt gekillt werde gleich, dann ist wahrscheinlich Donny der Imposter. No front. Ja, okay. No ja front, genau. Donny. Genau, okay. Mal schauen. Donny ist Hass. Viel Erfolg, Leute. Viel Erfolg. Ja. Danke. So, Freunde. Ich bin gespannt. Donny, du musst dich auch stumm. Donny, du musst dich stumm. Da sieht man schon, wie es bei ihm beginnt. Ja, Donny ist gerade nicht stumm. Der weiß doch nicht mal, wie das geht. Ah, Donny weiß nicht, wie man sich stumm. Das ist so lustig. Der weiß doch nicht mal, wie das geht. Der weiß nicht mal, wie man sich stumm, Freunde. Donny, unten links, wo dein Name steht, da ist so ein Stummschalten auch daneben. Rinne. Okay, warte mal ganz kurz. Oh mein Gott, Leute, wie ihr das sehen könntet. René, geh gleich nach der Runde kurz rüber und stell dir mal kurz einen Shortcut ein. Ich will das unbedingt sehen. Also Donny weiß echt gerade nicht, wie man sich stumm schaltet im Discord. So, ich glaube, ich bleibe bei Khan. Ich vertraue ihm jetzt mal. Weil ich glaube... Ich vertraue ihm einfach mal. Let's go, Khan. Wir bleiben jetzt zusammen. Ich bleib jetzt ein bisschen mit Khan. Komm jetzt! Komm, wir gehen nach unten. Komm mit nach unten. Ja, super. Super. Ich geh kurz Admin. Der hört mich ja nicht. Das ist das Problem. Ja, oh, super. Wir können Admin jetzt gehen. Jojo. Okay, Jojo kommt verdächtig wieder zurück. Das heißt, hat er seinen Imposter-Kollegen gerade gesehen und ist dann zurückgekommen. Oh, ich muss Electrical. Tu es nicht, Riri. Download, okay. Okay, ich versuche jetzt einfach schnell meine Tasks zu erledigen. Dass ich nicht während einer Task irgendwie erwischt werde. Und dann habe ich nämlich auch mehr Zeit, die Leute zu beobachten. Das ist eher so meine Taktik. Okay, da wurde schon der erste Leiche gefunden. Ja. Okay, ich habe Orange bei Reaktor Simon Says gefunden. Also safe sind auf jeden Fall Riri, Jojo und Claudio. Ja, dasselbe kann ich nur bestätigen. Okay, wieso schreibt Luisa Cafeteria? Aber na gut. Hm. Wo warst du, René? Ja, vielleicht die andere Leiche. Es kann ja sein, dass Blau da ist. War erst bei Navigation, dann war ich bei jetzt zuletzt. Shields. Ja, und am Ende bei Admin. Das kann auch Donny bestätigen. Und wer war da noch? Ich bin in Admin. Also ich kann es ehrlich gesagt für sie also gar nichts Luisa bestätigen. War da auch. Bist du jetzt gerade noch in Admin? Einfach nur, weil ich habe niemanden gesehen, weil ich eine Task gemacht habe. Ja. Ich bin hochgelaufen von dem Mainpunkt, dann nach links zu dem Reaktor. Moment, René, bist du wirklich in Admin oder bist du jetzt in Cafeteria? Nein, ich war in Admin. Weil ich bin gerade, ich stehe in Admin-Puls. Hast du mich nicht? René? Nein, ja, ich war bei Admin. Nein, also jetzt, zuletzt, letzte Sekunde, das frage ich gerade. Nein, da bin ich wieder raus. Nein, in der letzten Sekunde nicht, aber relativ zuletzt. Ja, okay, das ist meine Frage. Das können aber nochmal fragen. Ich werde skippen, für mich bist du, René, auf jeden Fall. Nein, ich skippe auch. Kannst du gerne sagen, aber ich war auf jeden Fall bei Admin. Ich sage das nur, ich weiß das jetzt auch erstmal. Nein, deshalb, ich habe mal gefragt, wo ich zuletzt war. Donny, für dich interessiert sich keiner, du bist einfach mal ruhig. Weil Khan, du musst wissen, Reaktor, ne, und oben nichts war. Okay, Khan, du bist der Nächste, der weg ist. Ups, habe ich das jetzt laut gesagt? Oh mein Gott, wie witzig. Du bist ja fast so witzig wie Danja.
Apropos, Danja ist heute nicht da. Aber ich glaube, Donny und Danja, die spielen beide gleich schlecht. Och nein, Luisa, lass mich bitte in Ruhe. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Weil ich habe Gelb die ganze Zeit nicht gesehen. Bitte. Oh nein, René, nein! Okay, Riri, bleib mal bitte bei mir. Ich vertraue dir. Jetzt geht er extra an die Cams. Luisa ist auch hier. Ich vertraue, Luisa, ich vertraue dir gerade. Nein! Okay, Luisa braucht ein bisschen lange, habe ich das Gefühl. Warte mal, René ist gerade von hier gekommen. Wer ist es bei Security? Nein, es ist keine Leiche hier. Okay, René ist Cafeteria und Rot auch. Rot kommt da wieder. Geht zu Navigation. So, Donny geht da rein. Wenn er jetzt jemanden killt und da nicht mehr rauskommt... Okay, Claudius bei Admin. Oh, hier ist ein bisschen zu viel los, habe ich das Gefühl. Also auf jeden Fall ist ein Imposter ist auf jeden Fall hier. Ich sehe René nicht und das macht es ein bisschen sus, muss ich sagen. Okay, jetzt kommt er gerade hier hin. Jetzt sind wieder alle hier. Ja, das macht ja keinen Sinn, wenn alle bei Security sind. Ich mach mal meine Task. Was ist denn los? Hier passiert ja gar nichts. Na gut, unsere Tasks sind gleich auch durch. Aber die Imposter sind heute nicht so aktiv. Sage ich und werde bestimmt jetzt direkt erwischt. Doch nicht. Okay, alles klar. Alles klar. Okay, ich hab's auf den Cams. Jojo auf den Cams. Also Jojo ist es auf jeden Fall. So, ja, René ist es dann noch, oder? Wieso? Ja, weil, Rot und Gelb waren bei mir. Ja, aber die können es ja trotzdem gewesen sein. Was ist denn das für eine Logik? Ja, aber trotzdem, Jojo und die anderen beiden können es nicht gewesen sein bei den anderen. Also wir können ja erstmal, wir können gerne Jojo versuchen, wenn du es gesehen hast. Und dann nicht nur versuchen, ich habe es gesehen und die anderen beiden auch. Ja, sag doch nichts dagegen. Ich vote ihn doch auch. Okay, das passt aber auf jeden Fall schon mal. Weil das war ein bisschen unklug von dir, Jojo. Weil die Kamera war an. Aber du hast es wahrscheinlich nicht gesehen. Warum? Warum hat Khan jetzt schon wieder Wind davon bekommen? Ich weiß echt nicht, was ich jetzt tun soll. Ich warte jetzt erstmal, bis ich Communications auslösen kann. Bitte nicht, Luisa. Ich habe dir die ganze Zeit vertraut. Das würde mich sehr stark wundern. Yes! Ich wollte dich gerade noch holen! Ja, es war René! Ja, das stimmt, das war René. Ja, das ist gefühlt ab 10 Sekunden war nur noch Grüppchenbildung, dass man einfach keine Möglichkeit hatte, hier irgendjemanden zu erwischen. Ja, tut mir leid. Ist nicht so einfach, ne, René? Nee. So, warum bin ich jetzt... Ja. Och, René, schade. Vor allem, Khan, also ihr habt es eigentlich schon gelöst. Also das waren wirklich René und
Wer war das andere? Jojo. Du, ich war aber, das war übrigens aber trotzdem wieder Random Sus, natürlich wieder, weil ich war sogar Whitman, wirklich in Admin am Anfang. Ja, aber in der letzten Sekunde halt nicht, da war ich ja dort. Ja, hab ich auch gesagt. Okay. Aber gute erste Runde, finde ich. Gute erste Runde. Ja, sehr, sehr gute erste Runde. Ja, Donny, genau, hast du das jetzt mit dem Stummschalten gecheckt? Donny? Was, ja? Hast du das mit dem Stummschalten gecheckt? Ja, Logo. Hat ein bisschen lange gedauert, ne? Wie war denn deine erste Runde jetzt hier so? Ja, also die war, ist ja das erste Mal, dass wir zusammenspielen, ne? Ja, stimmt, genau. Ja, doch, war eigentlich ganz gut. Hab meine Tasks schnell erledigt. Und dann, als ich dann die Leute beobachten wollte, hat's mich dann sofort auch erwischt. Hat dich René erwischt eigentlich? Ja, genau. Ach, René, wieso tust du das? Ich hab sogar am Anfang extra lange gewartet. Wobei, wirklich? Ich dachte, ich hätte Claudio. Nee, ich hab Claudio erwischt, oder? Ich glaube, du hast. Nein, Jojo hat Claudio erwischt. Achso, okay. Ja, dann tut's mir natürlich sehr, sehr leid. Oh, guck mal, ein anderer René ist auch hier. Oh. Okay, let's go. Wir spielen noch einmal Scalp, danach gehen wir auf Polos. Okay. Okay. Viel Erfolg, Donny. So. Ah, jetzt mal schauen. Du bist nicht auf Stumm. Donny, weiß nicht, wie man sich stoppt. Donny weiß nicht, wie man sich stumm, Freunde, das ist so lustig. Eigentlich ist es nicht klug, jetzt alleine mit Karl Navi. Oh, Marlena ist auch noch da, das ist immerhin praktisch. Außer sie ist Imposter. So, Edden, mach mir kurz die Karten-Swipe-Aufgabe. Schau mal kurz hier rein, Electrical, wendet da jemand? Nö, nee, Electrical wendet keiner. Ja, toll. Okay, und? Okay, wo? Wo? Oh, wenn es Electrical ist, dann ist es Self-Report. Oh, sorry, wenn es Electrical ist, ist es Self-Report. Hier sagt aber jemand gelb in Electrical. Es waren drei Leute noch zuletzt in Electrical drin. Ich war kurz bevor ich die Karte geswiped habe, dann Admin-Puls geschaut habe, waren drei Leute in Electrical. Okay, also, René scheint sich auf jeden Fall sicher zu sein. Also, Donny würde ich für diesen Kill erstmal auch rausnehmen, Claudio auch, Pink auch. Pink war die ganze Zeit bei mir, also bleibt nicht viel über. Aber müssen wir ja jetzt scheint gucken? Ja, scheint ja festzustellen, ne? Aber warum sagt denn Gelb nichts dazu? Ich glaube, Gelb hat einfach Blau. Ich skippe erstmal. Nö, ich hab gelb gewotet. Ja, aber das ist ja ein bisschen. Ja, aber gelb hat's ja nicht gewehrt. Können wir mal kurz warten. Ja, okay, dann stimme ich auch mal auf gelb. Aber wenn jetzt gelb echt nichts sagt. Und das waren ja drei Leute in Electrical. Ich hab's ja gesehen. Die Task gemacht steht hier. Vielleicht wurde der Kill gemacht und gelb hat das nicht gesehen. Ja, und direkt Self-Report, das kann halt sein. Achso, aber wirklich drei Leute in Electrical. Ja, oder Self-Report oder Orange war dann da. Und Orange ist gewantet. Glaub ich nicht. Ja doch, Julia schreibt auch arme Kieber. Self kann zwar sein, aber dann würde Gelb eigentlich sehr stark widersprechen, ne? Ich glaube, Gelb oder Blau, einer von beiden, weil das waren wirklich drei Leute in Electrical. Also einer von beiden ist auf jeden Fall. Orange muss ich auch noch sagen. Ich glaube nicht. Lüge! Könnte auch von René selbst sein. So, René, Donny, bist du das? Ja, genau, ja, ich habe jetzt einfach mal geskippt. Doch, sicherheitshalber. Ja, Gelb ist schon. Oder Blau. Okay. Wieso? Kahn. Versuchst du deinen Imposter-Kollegen zu schützen? Ich bin nicht Imposter. Ich war doch gerade bei dir die ganze Zeit. Ja, warst du, aber warum verteidigst du ihn so? Ja, warum wurde da jetzt auf einmal Gelb so schnell erwischt? Ich versteh's nicht. Vielleicht war es auch ein bisschen zu riskant von mir, aber ich hatte eigentlich vor, da nur ganz entspannt einen Double-Kill zu machen, aber hat nicht so ganz funktioniert. So, hier ist gerade niemand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, Freunde, bevor wir gehen, schauen wir noch einmal in die Kamera. Oh nein, das ist gut gemacht. Aber gut gemacht muss man schon ehrlich sein. Weg hier, weg hier, weg hier. So, ich hoffe, jetzt kommt nicht direkt der Call.
Okay, Claudio for Camps. Okay, hast wo du wart gesehen? Ihr denn? Ja, also Pink ist safe. Julia kann ich noch nicht saven. Zu 100%. Das kann also immer noch René 1 sein. ich wollte gerade sagen, es tut mir eigentlich sehr, sehr leid, dass ich jetzt ausgerechnet René 1 sassen muss, aber der war da auf jeden Fall in der Nähe. Aber was mich gewundert hat, der ist zu Fuß daher gelaufen. Und da kann man ja, glaube ich, auch wenden. Ja, aber vielleicht hat er nur damit gerechnet, dass jemand... ja, das kann tatsächlich auch sein. Donny, wo warst du denn jetzt zuletzt? Ich war bei Navigations. Das müsste, glaube ich, auch könnte ganz auch passen, sein, ja. Weil ich habe dich da auch eine Weile nicht gesehen. Also ich habe dich, ich war ja am Ende Cafeteria, da warst du zum Beispiel auch nicht. Also es scheinen auch noch beide Imposter drinne zu sein. Ja, dann gehen wir auf Linie 1. Okay, gehen wir auf Linie 1. Interessant. Ich weiß es nicht. Ich glaube... Oh, schwierig. Ich glaube, es war weder gelb noch, ich glaube, Julia ist es. Julia und Donny könnten es vielleicht sein. Also pink ist es auf jeden Fall nicht. Es würde mich sehr, sehr stark wundern, wenn es jetzt doch pink ist. Der Kill könnte natürlich auch bei Navigation passiert sein. Von Donny zum Beispiel. Okay, komm mit, Pink. Communications, oh oh. Da kommt Kahn gerade. Ich hoffe nicht, dass er die jetzt findet. Ich hoffe es jetzt einfach nicht. Der hat ihn nicht gefunden. Sehr gut. Weg hier! Weg hier, weg hier, weg hier! Okay. Oh, wir sind also, ja nur noch zu dritt. Ja, genau. René, wo warst du? Ich war am Ende bei Cafeteria. Und ich weiß natürlich, das macht mich jetzt das, weil es in Storage war. Ja, aber ich habe dich zuletzt in Electrical mit Kahn gesehen und ich kann mir gut vorstellen, dass du da hergelaufen bist oder mit ihm mitgelaufen bist. Und vor allem, als die Lichter ausgegangen sind, warum bist du dir ja nicht fixen gegangen? Weil ich schon gesehen habe, dass da jemand hergelaufen ist. Und das Ding ist, bei den Lichtern... Okay, die schreibt gerade Donny ist das. Donny? Was? Nein, also zu den Lichtern ja, genau. Nochmal, zu den Lichtern nochmal. Ich bin kein großer Fan davon, mit mehreren Leuten zu den Lichtern zu gehen, weil das ja also, eher das schwieriger macht, wenn 1000 Leute da. Ich finde das sehr schwierig gerade mit dir. Deshalb, Ja, also kann ich auch verstehen. An deiner Stelle würde ich mich auch satt finden, das kann ich schon verstehen. Deswegen will ich dich da auch gar nicht beeinflussen. Genau, okay. Aber also ich weiß es am Ende wirklich nicht, ne? Also, Junge, wenn du es jetzt bist. Was? Nein. Aber. Jetzt bin ich mal. Yo, jetzt haben die. Bist du es? Bist du es? Du warst es, oder? Nein, du warst es, oder? Doch, du warst es. Du warst es, oder? Du warst es, oder? Oh, du warst es ja gar nicht. Luisa, ich wusste doch, Luisa war es doch. Ja. Oh Mann, ey. Das war doch Luisa. Vor allem auch noch mit der Ausrede. Ja, die Lichter finde ich immer so schwierig. Ja, ist auch schwierig, das mit mehreren Leuten zu machen. Ja, genau. Let's go! Nächste Runde. Papa ja, Donny! Weiter geht's. Bis gleich. Bis gleich. Papa Donny! Warte, sind da nicht aufs Geld? Ja, das ist eine echt coole Map.
Nee, das ist nicht Skelett. Warte, wie heißt sie nochmal? Ich brauche eigentlich die Map dafür, weil ich bin, also ich kann mir nicht so gut merken. Ah, da habe ich doch die Map direkt. Ich gehe mal schnell in die Camps. Sorry. Hier ist einfach wirklich gar niemand. Die sind dann einfach alle zum Lichterfixen gegangen. Außer Alman, Andi, der läuft mir gerade entgegen. So, und dann hier entlang. Donny ist hier auch. Den kann ich jetzt endlich mal in Ruhe lassen. Wo wurde ihr gefunden? Okay. In Office. Also da, ich muss sagen, ich spiele das ja nicht warte, so oft. Warte, ich muss kurz die Map nochmal aufmachen. Ich habe das leider nicht mehr. Office ist in der Mitte, oder? Ich muss ja, die Map René, kannst du einmal kurz nochmal bei Discord reinhauen? Oder ja, ich habe sie gerade auch nicht offen, aber ich suche sie mal eben. Ja, Claudio hat gerade reingepackt. Okay. Alles gut. Hä? Okay, super. Nein, das ist die falsche. Das ist die neueste. Das ist Airship. Ja, das ist aber Airship. Ja, ja. Richtig. Ja, auf jeden Fall. Also Office aber neben Lifelines da? Ja, genau. Office ist in der Mitte, okay, wo man auch Emergency Call machen kann. Deswegen, Donny. Ja. Du kamst auch aus der Ecke, oder? Also, nee, wo kann. aber ich muss dazu sagen, Alman Andi kam auch aus der Ecke. Der kam mir auch entgegen. Also, ich kam aus Specimen Room. Das ist ja ganz unten rechts. Nee, also. Deswegen würde ich euch beide da jetzt gerade so ein bisschen. Nee, also, das ist auf keinen Fall. Ich muss sagen, deshalb sage ich ja, ich kenne den Map nicht. Ja, was? Keinen Fall, er hat dich doch da gesehen. Er hat mich nur gesehen, dass ich von da aus der Richtung komme, aber ich kann jetzt nicht sagen, wo ich genau war. Genau, also ich habe ihn jetzt nicht neben der Leiche oder so gesehen. Weil ich bin jetzt, glaube ich, in der Mitte. Genau, okay, das ja. Ich skippe erstmal aber noch diese Runde. Ich habe auch relativ wenig ja, gerade gesehen. Also ich skippe auch auf jeden Fall erstmal, aber ich habe ja schon gesagt, so, dass zwei Leute für mich da so in der Nähe waren und dadurch auch so ein bisschen in Frage kommen. Ja, aber ich glaube, das war schon gut, dass wir jetzt erstmal geskippt haben, weil es wäre ein bisschen zu riskant gewesen, da jetzt jemanden rauszuvoten. Und ich meine, wir haben jetzt ein paar Tasks schon fertig, haben eine Person leider verabschieden müssen. Vielleicht liegen wir also auch ganz gut in der Zeit, das hier einfach zu gewinnen mit den Aufgaben. Hoffe ich mal. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich muss mich wiederholen. Donny? Was? Soll das ein Witz sein? Soll das ein Witz sein? Ey, es tut mir leid, also wenn du Crewmate bist, dann tust du mir wirklich. Ja! Also es tut mir wirklich leid, wenn du Crewmate bist, aber dann hattest du zweimal echt Pech, dass du genau aus der Ecke gekommen bist. Ja, Julius. Also, nee, wirklich, ich bin da gerade rausgekommen. Keine Ahnung. Gibt's da, ich weiß nicht, was da noch möglich ist. Gibt's da, kann man da wenden oder sowas? Weil, also ich bin wirklich, sonst, wenn man da, wenn ich wirklich der Killer wäre, ne, dann würde ich sofort wenden, ganz ehrlich. Ich würde doch nicht da rumlaufen. Ja, aber wenn du es doch nicht mal weißt. Ja, deshalb ja, aber man sieht doch, dass man wenden kann, oder? Deshalb, also ich spiele zwar das Spiel nicht so oft, aber wenden würde ich auf jeden Fall. Also deshalb auf, nee, da muss irgendjemand anders irgendwie was gemacht haben. Ja, sorry, aber ich glaube, wir kennen unsere Zuschauer mittlerweile auch ganz gut. ich glaube, wenn es jemand anders ist, ich glaube, der wäre da gewendet. Ja, also du hast recht, man kann da auch wenden, aber
Ja, es war jetzt zweimal schon echt ein blöder Zufall, dass du deine Ecke warst. Ich wette, wenn ihr jetzt nochmal nächste Runde, dann passiert irgendwas und, oder vielleicht bin ich sogar der, der dann erwischt wird. Aber okay, gut, wie ihr wollt. Also macht, was ihr wollt. Ich werde erstmal skippen, weil ich wirklich keine Ahnung habe. Ja gut, ist relativ klar, ne? Ui, okay. Was? Boah, okay, boah. Glück gehabt. Donny? Also wirklich Glück gehabt. Ich halte mich jetzt aber von dir fern. Wen hast du bestochen? Ja, ich habe halt meine Leute, ne? Ja, alles klar. Das ist ziemlich gut gelaufen gerade. Gut, dass ich nicht für ihn gewotet habe, weil dann wäre er rausgeflogen. Eigentlich müsste Donny jetzt mit mir zusammen... Okay, ich weiß, meine Kamera ist gerade aus, aber ich muss gerade hier warten, damit ich hier den Kill machen kann, gegebenenfalls. Und verschwinden kann. Das hat Donny ganz gut gemacht, aber ich muss jetzt hier kurz warten. Yes! Sehr stark, Donny! Sehr gut! Ich hab's euch gesagt! Das ist echt. Ich spiel nicht mehr. Stark! GG! Nice! Starke Runde! Donny? Ja! Donny? Ich hab doch gesagt, ich war's nicht. Ich war's. Ja, ich musste Claudio tatsächlich töten, weil du musst mal drauf achten, man hat dich auf der Kamera beim ersten Kill gesehen. Echt? Okay. Ja, wenn die Lichter an sind, das siehst du mit so einem roten Punkt immer. Ah, okay. Ja, gut zu deswegen, wissen. Deswegen bin ich mit Claudio... Claudio, du hast das auch gesehen, ne? Ich höre dich nicht, du bist immer noch stumm. Der macht wahrscheinlich gerade die... Nee, ich habe nur eine Story gemacht, dass ich habe euch gerade gelobt, weil ihr so gut wart. Ja, aber hattest du ihn gesehen auf den Camps? Ja, klar, ich wollte ihn noch reporten. Ja, okay. Also, Donny, du hast echt Glück, dass Khan dein Imposter-Kollege war. Ja. Ich habe das auch... Weil ich habe auch gewartet, weil du warst schon da. Und ich sag, wenn er den jetzt killt, dann muss ich Claudio halt gleich auch killen. Donny, du musst auch darauf achten, dass die Kameras an sind, also... Ja, ja, genau, das weiß ich jetzt schon. Also, Donny, bedank dich bei Khan. Ja, okay. Ich meine, dafür, dass er erstmal noch die ganze Zeit gesagt hat, so, ja, Donny, haha, aber raus, das war ja klug von ihm. Ich musste auf dich aufpassen. Das war ja klug. Das Problem. Ja, nice. Okay, wir sind wieder Crewmate und jetzt läuft es hoffentlich besser. Wo laufe ich denn da hin? Riri kommt aus Lab raus. Riri läuft zu Admin. Khan läuft in Teil rein. René war auch noch da. René, Khan und Riri. Schnell hin, bevor da irgendwas passiert. Sammy ist auch da. Wo ist der passiert? Okay, der Kill, der war auf jeden Fall 3 Sekunden alt. Weil ich war gerade bei Lifelines und hab das gesehen. Ja, das kann ich bestätigen. Wo ist der Kill? Hier sagt Office. Hä? Also Self-Report wird hier gesagt. Nee, kann gar nicht in Specimen.
Okay, einer von den beiden lügt auf jeden Fall. Nein, nein, schau mal, Sammy und ich sind gerade in Office, also wir sind gerade reingelaufen, das kann ja nicht sein. In Specimen sind wirklich zwei Leute, das heißt ein Self-Report und wenn du sagst vor 3 Sekunden, dann ist es Riri. Nee, so, ja doch. Aber vielleicht, vielleicht sagt Luisa gerade, dass sie Riri in Office gesehen hat. Nee, nee, aber René sagt ja vor drei Sekunden. Ich habe bei Admin Puls gesehen, dass zwei Leute in Specimen sind, das heißt, es muss ein Self-Report sein. Also ich will nur sagen, dass Lime oben die Task nicht gemacht hat. Für alle, okay. Wollte ich mal nur so kurz erwähnen, ne? Ja. Also. Mir ist auf jeden Fall Riri auch entgegengekommen, als ich von Specimen gekommen bin. Deswegen, es könnte sogar stimmen, dass Riri dann in Richtung Specimen gegangen ist. Ja, aber wenn du sagst, der Kill ist vor 3 Sekunden, ja, das sind nur zwei Leute. Das auf jeden Fall. Ja, dann. Ja, dann ist es Riri. Also, entweder hat die Person es gesehen oder es ist ein Self-Report. Es muss ein Self-Report sein. Ja, muss eigentlich. Ja. Weil. Wenn es halt 2-3 Sekunden nur sind zwischen Kill und Report, also wenn ich dann, muss ja die reportende Person gesehen haben, wer halt der Imposter ist. Ja, ich gehe jetzt auch erstmal auf Riri. Tut mir leid, Riri. Natürlich auch einer für mich. Für mich ist Lime immer noch ein bisschen sus. Ja, und, ich meine, wie gesagt. Wir werden natürlich jetzt nicht genau sehen, ob Riri es war, aber doch. Lime behalten wir dann auch. Es haben noch zwei Leute geskippt, oder? Ja, geskippt haben einige. Nee, zwei Leute haben, glaube ich, geskippt. Das heißt, ja, Riri schon richtig. Also, wenn man René glauben darf, und das tue ich jetzt einfach in dem Falle. Warum kann man eigentlich nicht sehen? Warum kann man eigentlich nicht sehen, wer hier quittet? So, ich schau mal jetzt. Okay, jetzt ist nichts passiert. In Office ist jemand, aber ein Specimen ist keiner. Das ist schon mal gut. Gelb, komm mir nicht hinterher. Bitte nicht Simon Says. Download ist genauso schlimm wie Simon Says. Warum? Okay, bei Electrical. Weiß jemand, wie alt der Kill ist? Warte mal, was? Ja. Aber wir haben uns ja gerade erst gesehen, Khan. Ja, ich bin gerade nach oben gegangen. Ich habe dich ja verlassen. Ich bin nach oben gegangen und da lag Donny. Okay. Okay, also, weil als Electrical ausging, das ist aber schon ein bisschen länger her. Vor 20 Sekunden. Ist Lime nach oben gelaufen. Und wir waren unten so. Also, wir sind dann nach unten zu O2 gelaufen. Mir kam Lime, glaube ich, auch zwischendurch entgegen. Das war, glaube ich, in der Nähe von Communications. Ja, genau. Genau, das war da. Spricht jetzt gerade tatsächlich viel dafür, dass es Lime sein könnte. Weil ich, die erste gemeinsame Aufgabe, Lime sagt gerade auch nichts. Genau, wir warten jetzt mal ab, wenn Lime jetzt beispielsweise Specimen sagt oder so, dann wissen wir. Da kann was nicht passen. Ach, Donny wurde eliminiert. Ich frag mich schon, warum Donny nicht mitredet. Ja, also für mich ist Lime immer noch sus. Ja, ich versuch's mal mit Lime. Lime sagt auch nichts, einfach voten. Ja, wenn es Lime nicht ist, dann bist du halt verdächtig, Khan, ein bisschen. Nein, dann bist du auch noch verdächtig. Weil nee, ich bin mit Luisa in Office, das geht gar nicht. Ja, Luisa hat aber nichts geschrieben. Doch. Gleich. Dass sie in Office ist, aber nicht mit dir. René, du hast meine Aussage gehört. René, du hast meine Aussage gehört. Wenn ich jetzt weg bin, dann weißt du's. Ja. Nein, es ist Claudio. Ja, es ist Claudio, Khan. Doch. Ganz klar, Khan. Nee, René hat meine Aussage gehört, das ist da nicht ganz gut. Denn sonst, wenn Claudius ist nicht ist, dann ist er eigentlich normalerweise immer hier bei den Lucky Fans. So einfach kriegst du mich nicht weg. Ja, komm, Claudio, hör auf, da zu erzählen. So, wir machen jetzt mal Licht wieder an. Macht ja auch keiner nach. Und wir schauen jetzt vor allem auch mal, ob hier links jemand liegt. Da liegt auch immer gerne jemand. Aber jetzt gerade offensichtlich nicht. Da ist Claudio, der lebt immer noch. Na, okay. Schauen wir mal wieder weg. Eine Aufgabe haben wir nämlich immer noch. Nämlich.
ich da oben? Okay, was hat Kahn hier gemacht? So, das haben wir auch und dann haben wir jetzt alles fertig. Das heißt, ich gehe jetzt, glaube ich, mal zu Lifelines und setze mich da mal ein bisschen hin. Ah, okay, René lebt noch. Das Problem ist, was Kahn jetzt hat. Also jetzt noch keiner eliminiert, das heißt, ich guck mal jetzt. So, jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meine Güte. Erwischt es mich jetzt? Erwischt es mich jetzt? Ich weiß es nicht. Ey, wenn der jetzt Imposter ist, dann spiele ich das Spiel wirklich nicht mehr. Wieder ab nach oben. Wie schnell ging das überhaupt? Einfach innerhalb von 2 Sekunden. Nochmal, okay, jetzt müssen wir auf den zweiten User warten. Wobei, nee, wir schauen uns das mal an. Okay. So, Leute, wer macht hier seine Aufgaben nicht? Der Imposter hat jetzt schon mal auch nicht vor. So, aber wir haben offensichtlich alle die Aufgaben fertig. Das heißt, dann können wir uns einfach hier in der Gruppe hinstellen. Oder auch nicht. Komm, gehen uns wieder alle weg. Nein, wir bleiben jetzt hier. Wer macht seine Aufgaben hier nicht? Gehen jetzt hier die Türen zu. Okay, das hat jetzt eigentlich ganz, ganz, ganz stark nach einem Stackkill gerochen, aber zum Glück nicht. Sind wir ja alle eingesperrt? Nein! Aber ey, wer ist denn jetzt wirklich Imposter? Also ich glaube wirklich, es kann ja eigentlich nur noch ein Imposter sein, weil 2 Imposter hätten jetzt hier schon viel mehr Faxen gemacht. Wieso passiert nichts? Kahn, tu's einfach, komm! Sofort, warte. Du hast sowieso verloren. Ey. Was wird das hier? Spannende Runde auf jeden Fall, Leute. Spannende Runde. Oh, könnt ihr mal eure Task machen, bitte? Okay, ich habe keine Lust mehr, weil anscheinend auch nicht die Task gemacht werden. Ja. Habt ihr alle Aufgaben fertig wahrscheinlich, ne? Ja, ja, klar, haben wir alle. Ja, haben wir alle Aufgaben fertig. Okay. Ja. Ja, wahrscheinlich ja, sind die offenen Tasks bei einer Person, die... Es ist Claudio, glaube ich. Nein, Claudio kann es nicht sein. Claudio glaube ich auch nicht, weil... Nein. Ich war die ganze Zeit mit Claudio. Und
Am Ende kann es jeder immer von uns noch sein, aber... Ja, ich glaube, es könnte Maria sein, glaube ich. Weil warum? Weil, wo ich mit Maria alleine unterwegs war, sind oft da die Türen zugegangen, wo ich mit Maria war. Ich glaube einfach, du bist es, Kahn. Nein, ich bin's nicht. Ich würde doch nicht so lange warten, Mann. Ja, aber du kannst halt keinen eliminieren. Ja, aber dann würde ich einfach jetzt killen, um die Runde zu beenden. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, du schwitzt doch auf den Sieg. Nein. Ich glaube auch Kahn oder Maria. Ich würde jetzt erstmal auf Maria gehen. Ich glaube, es ist Claudio oder Maria. Wir bleiben danach ja trotzdem in der Gruppe. Ja, René. Dann sind wir ja immer noch sicher. Ich wollte jetzt mit dir, Maria, René. Ja, oh, meine Güte. Oh, Leute. Wer wollte denn Claudio zweimal? Ey, was ist denn... Du brauchst gar nicht schreien, Kahn. Du warst das mit Claudio Volt. Ja, war ich auch. So, Freunde, was machen wir denn? Wollten wir jetzt Maria oder Kahn, René? Ich würde erstmal auf Maria gehen. Guck mal, ich sage Claudio. Ich sag Claudio. Warte, René, bevor wir für Maria uns entscheiden, eigentlich müssen wir uns für Kahn entscheiden, weil schau mal, er geht so zielstrebig auf mich und gerade sind nur zwei Boots auf mich gekommen. Das heißt, obwohl seine Posterkollege ist raus. Das macht keinen Sinn. Ja, am Ende, Claudio, du kannst das auch noch sein. Ne? Gerade bei dir würde es auch passen, wenn das so eine Taktik war, erst ganz lange abwarten, aber ich glaube am Ende. Okay, René, ich glaube, aber das Argument trifft auf uns alle zu. Ich kann es auch noch sein. Nee, ich vote Maria. Also gelb ist safe, René. Gelb ist 100% safe. Sammy würde ich auch eher rausnehmen. Sammy war auch viel in den Camps. Ja, also das ist einer von euch drei. René, Claudio oder Maria? René, ich wollte jetzt Maria, auch noch dabei. Aber warum votest du denn jetzt mich, Kahn? Vote doch Maria als erstes, dann sehen wir es doch. Ja! Ja, und jetzt? Jetzt habt ihr das Gleiche von neu. Ey, ich verstehe gar nichts. Ja, ich bin's doch auch nicht. Hättest du mich rausgevotet, was wäre dann? René ist doch immer so! Warum lässt sich René jedes Mal von ihm einwickeln? Meine Güte, lass doch einfach Kahn voten! Es ist Kahn. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist Kahn. Ja, Maria macht das Lights gerade, als ob es Maria ist. Aber warum machen wir denn nicht die Task? Okay, Maria hat jetzt gefixt. Kahn läuft irgendwo alleine rum. Ey, ganz ehrlich. Es ist Kahn. Es ist nicht Maria, es ist Kahn. Er wollte als erstes mich rausbekommen, weil er weiß, ich habe gute Argumente noch, aber gut. So. Zeit, den nächsten rauszukegeln. Ja, wen? Ich glaube, du bist es, Kahn. Nein, Maria ist. Du bist gerade nicht zum Lichterfixen gekommen, du läufst auch so ein bisschen immer alleine rum. Ja, genau, weil ich eigentlich möchte, dass mal der Kill erwischt wird. Ich glaube, dann muss es Maria sein. Ich habe gerade für Maria gewartet, aber jetzt glaube ich. Ja, dann muss es Maria sein. Ich glaube, Maria oder du. Nein. Ich schreibe einfach nichts, die Leute sagen. Wir erst Maria, wenn es Maria nicht ist, dann kannst du mich voten. Nee, ich wollte dich. Nein, ich lüge nicht! Ich lüge nicht! Maria sagt was anderes. Ja, weil sie die Imposterin ist wahrscheinlich. Und wenn Maria es nicht, dann bist du es. Ich hoffe, wenn Maria es nicht ist. Oh, was dauert denn so lange? Leute! Dass Emergency Call hat. Ey! Mann, René, das macht keinen Spaß! Warum lässt du dich denn einwickeln von ihm? Wort ihn doch einfach aus! Ich find's aber wirklich nicht. Aber ich find's trotzdem witzig. Komm hier, mach die Lichter aus. Okay, ich bin da. Tja, Kahn. Nein, ich bin's wirklich nicht. Du, das kann gut sein, aber Luisa und Sammy würden das auch sagen. Vielleicht Luisa? Du gehst jetzt alle durch, ne? Erst Claudio, dann Maria, dann Luisa. Ja, aber weil ich es ja nicht bin und es killt keiner. René, wollt ihn raus! Nein, ich bin es nicht. Es ist Luisa, glaube ich. Kann gut sein. Es ist sogar Luisa, weil ich Luisa beim ersten Kill noch gedeckt habe.
Oh, das war falsch. Tja, René. Viel Spaß. Danke. Was los, Claudio? Ja, warum spielst du denn so? Ja, was? Ich spiel doch ganz normal. Nein, spielst du nicht. Erzähl hier keinen Blödsinn. Mit deinem Random Boats. Warum deckst du denn ja, den Killer? Ja, was für Random Boats? Es wird halt einfach nicht gekillt. Warum deckst du denn den Killer und warum votest du random Leute raus? Ey, wenn's René ist, ne? Ja, ich warte jetzt einfach nur drauf, bis ich erwischt werde. Wir machen jetzt erstmal Lichter wieder an. Das Problem ist auch, wir haben ja alle jetzt unsere Emergency Calls verballert. Nein, nein. Offensichtlich hat die Person, die jetzt im Poster ist, einfach keinen Bock, jemanden zu erwischen. Also entweder Luisa oder Sammy. Wow. Es war einfach Sammy. Einfach ja, siehst du? Siehst du? Ja, du hast gesagt, ja. Es ist Luisa. Nein, 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 René. Er hat gesagt Claudio, dann Maria, dann Luisa. Der neue Code ist schon drin. Ja, Donny? So. Ja. Tja, Donny, bist zu spät. Oh, Donny, ernsthaft? Ups. Dann musst du eine Runde aussetzen. Alles klar. Unfassbar, René. Unfassbar wie ein Geist. Einfach er vercheckt den Code. Oh. Donny. Kamera nicht richtig eingestellt, dann Code verchecken und dann nicht wissen, wie man sie stummt. Natürlich macht alles nur, das ist alles nur Spaß, Freunde. Wir sind gute Freunde, wir verstehen uns hier ganz gut. Hä? Ich konnte gerade meine Handtücher nicht greifen, jetzt aber. Cooles Geräusch. Ach nein, die Aufgabe. Da weiß ich wieder nicht, was man da machen muss. War's das schon? Nee, das war's nicht. Muss ich jetzt warten? Ah, ich muss warten. Okay. So, dann haben wir hier noch irgendwas zu tun. Oder? Nee, doch nicht. Ach, das ist die Aufgabe mit den Fotos. Diese Karte ist einfach so groß, da bin ich schon froh, wenn man mal einer anderen Person über den Weg läuft. So, nächste Aufgabe hier oben rechts. Okay, Rot wurde eliminiert. Die Frage ist halt, wo wurde Rot eliminiert? Eigentlich nicht so klug von mir hier rumzulaufen. Orange sind wir da und blau. Orange und blau. Ach toll, Claudio. Kommt jetzt das Schiff zurück? Okay. Man will schon lachen, weil man denkt, Danja wurde erwischt. Also oben bei Armory an der Tür. René, aber da du bist mir doch bist eben da entgegengekommen. Ja, ich wollte gerade sagen, da bist du gerade rausgekommen. Ja gut, die Tür war geschlossen. Nein, auf bleib. Moment, bei Armory an der Tür, also dann, das heißt direkt an der Tür. Okay. Aber man konnte, bevor ich die Tür nicht geöffnet habe, konnte man nicht sehen. Was sagst du, Claudio, über 20 Sekunden schon? Also ich war vor 20 Sekunden in Lifeline und da war er schon tot. Also okay, der liegt ganz, ganz lange dort. Okay. Aber okay, wenn du das safe weißt, dann würde ich Khan aber auch rausnehmen, weil... Ja, safe, deswegen, ich nehme ihn auch raus. Dann wäre ja, Khan nicht... Ich kam dir gerade von Engine Room entgegen, ne? Genau, Khan war auch bei Electric Kill, da bin ich kurz rübergegangen, da war er auch schon tot, deswegen, das kann nicht sein. Und wo hast du ihn gefunden, Khan? An der Tür halt. Welche Tür? Sorry, ich hab nicht zugehört. Oben bei Armory. Armory. Also wenn du ja, von, nee, ich glaube nicht, dass du es bist. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, zumal wenn du sagst, der ist schon ein bisschen länger, aber ich habe ehrlicherweise auch nur René gesehen, aber die Tür war geschlossen. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass es René ist, weil die Türen oben und unten waren geschlossen. Hast du zwei Imposter oder einen? Ein Imposter. Okay, das ist gut. Also ich würde skippen. Ich glaube, es gibt also keine Person. Khan ist für mich safe. Oh, ich habe geschrieben, es ist für mich safe.
Ja, ich skippe auch. Gerade wenn wir nur einen Imposter haben, dann ist es, glaube ich, auch sehr riskant. Also ich skippe ja erstmal. Jetzt einen einfach rauszuhauen. Und genau, dadurch, dass auch nur bisher einer gestorben ist, geht das ja noch. Tarn grün, relativ safe. Ja. Gut. Ja, die Map ist halt ziemlich groß, ne? Das ist, bis man wirklich jemanden sieht, das dauert immer. Ja. Und da muss man auch schon wirklich gut sein, wenn man jemanden erwischen möchte. Ganz vorbildlich alle geskippt. So. Ganz ehrlich, wir starten Mainhole, das ist relativ mittig. Du bist in, noch nicht auf Mute. Oh. Wie geht's? Ganz gut, und dir? Sass. Oh nein, oh nein, oh nein! Warum hab ich das gesagt? Tada! Okay, also entweder Braun erwischt mich jetzt oder ab jetzt vertraue ich Braun zu 100%, weil wir stehen gerade genau auf demselben Fleck mitten in dieser kleinen Zentrale. Okay, ich vertraue ab jetzt Braun. Das legen wir um. Das und das und das. Ach ja. So. Aufgehangen, aufgehangen. Aufgehangen, aufgehangen. Sag mir bitte nicht Security. Ja, dann muss es ein Self-Report sein. Wo ist Security nochmal? Neben Kitchen. Drei Leute sind Kitchen, einer ist Brick, einer ist Gap Room und zwei sind Security. Ich war auf jeden Fall bei Kitchen. Ich habe nicht gesehen, wer mir an mir vorbeigegangen ist, weil ich gerade die Burger-Task gemacht habe. War das Jojo? Ist wahrscheinlich Jojo dann, ne? Wenn sie ist. Ja, dann muss das Jojo gewesen sein. Also die zumindest an mir vorbeigelaufen ist. Ja, also ich war viel mit Maria unterwegs, die kann es nicht sein. Ja, das ist ein bisschen ungünstig, aber klar kann der Kill auch schon länger dort liegen, aber. Eigentlich denkt man sich immer, ein Self-Report macht man doch nicht, vor allem nicht auf der Map, aber. Hat denn jemand gesehen, ob die Cams an waren jetzt die letzten Sekunden? Nee. No. Okay, hast du nicht gesagt, du bist bei Security gewesen? Nein, nein, ich bin im Cockpit. Ich bin ja bei Admin-Pult. Ich sehe ja, wo die Leute sind. Ach so, okay. Und das bei Security passiert. Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Und eine Person war bei Security und dann ist die weitere dazugekommen und jetzt auf einmal ist dann Kill. Aber klar kann sie auch dort liegen. Ja, keine Ahnung. Aber wir könnten natürlich Jojo jetzt ein bisschen im Auge behalten. Ja, genau. Ich würde sagen, wir behalten Jojo im Auge. Das geht auch erstmal. Ja. Aber in der nächsten Runde sollten wir vorsichtig sein, falls jemand jetzt. Ja, ach, müssen wir. Dann müssen wir jemanden rausvoten. Nee, noch nicht. Wir können uns Zeit lassen. Meinst du? Ja, wir haben noch eine Post, ja, okay. Wir können uns Zeit lassen. Okay, gut. Ich habe auch nicht mehr so viele Aufgaben. Ganz entspannt. Ganz entspannt, Freunde, weil wir müssen niemanden rausvoten. Wir sind gut mit der Zeit. Ich würde sagen, ich mache erstmal eine Task und danach. So, cooler Helm. Coole Sonnenbrille und coole Hose. Ja, wo ist denn hier noch eine Task? Ach, unten. Ich muss jetzt nur schauen, ob jemand aus dem Vent rauskommt, dann schnell abhauen. Ne, oben ist keiner aus dem Vent rauskommen, das ist schon mal super. Ey, ich krieg zu viel. Claudio! Ja? Diese Tresoraufgabe, wie geht die jetzt? Weiß ich nicht. Ey, das geht schon wieder nicht. Das ist Khan. Das ist Khan, Freunde. Ehrlich, ja, ey, mich ganz ehrlich. Es ist Khan. Nein. Weil in der ersten Runde stand der auch, also ich hab extra gesagt in der ersten Runde, Khan kann es nicht sein, weil er in Electrical war. Aber Electrical und Armory sind ja eigentlich relativ nah beieinander, weißt du? Da kann man eigentlich hin und her laufen, ganz schnell, aber ja. Vielleicht ist er auch echt nicht. So, vielleicht irre ich mich und er ist echt nicht und ich sass ihn halt unnötig, aber so wie er sich gerade verhält. Weil ihr habt es vielleicht nicht gehört, er hat drüben geschrien, Claudio, wie geht die Aufgabe mit dem Tresor?
Das macht doch eigentlich keiner. Ja, ich hab's euch gerade gesagt, Okay, gut. Okay. Also, ich guck mal, ob sie es selber zugibt oder auf mich geht. Ja, also ich kann Alex und Luisa eher rausnehmen, aber... Also ich war mit Jojo und Maria unterwegs. Hast du Maria noch gesehen jetzt zuletzt? Ich glaube nicht. Okay, ich war mit Jojo und Maria unterwegs. Bin Richtung Alec gegangen und da lag Claudio am, sag mal schnell, am Fixen. Und wie gesagt, Jojo und Maria waren auch da. Das heißt, also hast du jetzt gesehen, wer... Nein, ich hab's nicht gesehen, weil die Lichter waren ja noch aus. Ja. Ich hab's nicht gesehen, aber wir waren zu dritt auf jeden Fall da. Also einer von euch genau. Drei. Genau. Und du auch. Also klar, klar kann sein. Na gut, Jojo war gerade schon in der Verlosung, ne? Und Maria habe ich auch noch gesehen. Also ich kann natürlich jetzt letzte Runde war Jojo, aber Maria war jetzt auch dabei und ich auch. Das heißt, wir drei können es halt gewesen sein. Ja. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nur, ja gut, wahrscheinlich hat Jojo oder Maria gekillt und dann schnellstmöglichst in den Van zu kommen, ne? Ja, aber wirklich? Ich bin dann nach links gegangen und ich glaube nach rechts. Ja, ich glaube... Jojo oder Dukan sind es? Ich gehe erstmal auf Jojo. Ach, wieso denn, Mann? Ja, ich war's. Ah! Ja, aber das war voll... Dass ich jetzt rausgevotet wurde, das war jetzt richtig random. Kann? Ich hoffe, ja. Ich hoffe, meine Theorie wird noch im Video bleiben. Ich hab, welche denn? Als du gerufen hast, Claudia, wie funktioniert der Tresor hier drüben, da habe ich genau meine Theorie genannt. Ich habe die Theorie genannt. Die wäre? In der ersten Runde, da warst du ja gesagt, du warst Electrical. Da habe ich schon in die Kamera gesagt, ich glaube, es ist Khan, weil ich habe extra gesagt, ja, Khan kann es nicht sein, weil Armory und Kid Electrical liegt ja nicht weit voneinander weg. Ich habe extra dich geschützt und dann hast du halt mitgespielt und ja, dann warst du am Ende doch. Warte, ich hab's gerade nicht verstanden nochmal. Egal, das erkläre ich dir nach der Aufnahme. Sag mal, wir haben doch jetzt Zeit. Story und erzähl's mir. Schau mal, du warst doch in der Lifeline, hab ich ja getroffen. Ja. Da bin ich so rüber zu Lifeline. Da hab ich gesagt, der Kill ist über 20 Sekunden, kann es nicht sein. Obwohl ich wusste aber, du kannst es sein, das kann jeder gewesen sein. Natürlich. Ich wollte dich nur schützen. Und von oben kamst du nicht, das heißt, du kamst von Armin, du kamst ja nur von links. Ja. Und dann in der zweiten Runde, wo ich gesagt habe, okay, es ist ein Self-Report, habe ich extra so getan, da hast du auch nicht schon mit mir mitgestimmt, also hast du auch nur gelacht. Da habe ich gesagt, okay, Khan verhält sich verdächtig. Und nein, du hast doch bei der zweiten gesagt, sag nicht, dass es Security ist. Ja, genau. Und da, hast du, da bist du aber nicht mit drauf gesprungen. Das heißt, du warst eher so ruhig. Deswegen habe ich gesagt, nee, das Khan ist ja, weil ich war ja die ganze Zeit davor, also die Kills waren immer sehr, sehr lange schon her. Ja. Also ich war schon komplett immer weg. Und jetzt beim letzten, ne, wollte ich eigentlich auf Jojo gehen, aber das Jojo hat nur gesagt, Khan, du bist es und ja, alle haben dann mich gewonnen. Aber was meine halt, du spielst nie so vorsichtig, wenn du. Doch, eigentlich schon. Crewmate bist. Nein, wenn du Crewmate bist, du votest direkt. Nein. Ich wollte, wenn dann nur dich. Ja. Oh, okay. Letzte Runde dann, würde ich sagen. Letzte Runde, Freunde. Viel Erfolg, René. Danke, Donny. Komm. Ey, nicht einmal Imposter. Freunde, wir spielen seit einer Stunde und ich bin nicht einmal Imposter. Das ist echt traurig. Ich starte mal Engine Room. Das ist ja auch relativ mittig. Freunde, das ist traurig. Jetzt. Da bin ich ehrlich. Das ist traurig. Und ich stelle mich extra hier hinterher, weil, falls jemand mich erwischt, dann muss er erst nach links durchlaufen. Was macht Julia da? Julia? Freunde, wie gut, dass Claudio seine Theorie aufgestellt hat. So.
Brot wieder erwischt. Oh, das tut mir jetzt echt leid. Ey, dieser Tresor, ne? Ehrlich, dieser Tresor, ne? Ey, ich krieg die Krise. Ja, hab ich gerade gesehen, dass du da bist. Also, Insecurity, ich habe leider niemanden gesehen. Claudio, wir haben uns ja ganz kurz in Electrical gesehen. Woher bist du da gekommen vorher? Main Hall. Vorher war ich in Showers mit Julia, die hat mich beobachtet. Ganz am Anfang? Ja, ganz am Anfang bin ich bei Engine Room gespawnt, dann bin ich direkt rüber zu Main Hall, hab dort den Müll rausgelassen, dann rüber zu Showers, hab das, War Julia nicht mit uns die ganze Zeit bei Records, René? Nee, die war kurz bei mir in Showers. Bei Records? Ja, da war die auch. Also, ja, ihr habt ein Bild mit Claudio, seht ihr Leute, sie hatten... Ne, das muss ich aber auch nicht ausschließen. Weil, das passt aber trotzdem, weil Claudio habe ich auch zwischendurch bei Showers gesehen. Ja, ich war in Showers, ja, René würde ich ausschließen, glaube ich eher, weil Kann ich auch ausschließen, weil der, genau, das stimmt auch mit dem Tresor. Also Kann war für den Kill, oder Kann ist definitiv nicht Imposter. Und sonst keine Ahnung. Ja, ich skippe erstmal. Ich wollte Kahn. Ja, ich glaube ich auch. Ja, mach das. Okay, alles klar, ich habe auch Kahn gewotet. Jetzt bin ich gespannt, Papa Donny, ob du wirklich als einziger Kahn gewotet hast. Ey! Nee, hast du nicht. Nein, natürlich nicht. Wieso sollte ich ihn voten? Ich habe niemanden gesehen. Papa Donny! Dann lieber mich voten, ne? Ich war das. Okay. Ich versuche jetzt nochmal den Tresor. Warum kriege ich das denn nicht hin? Was mache ich denn da falsch? Wenn, dann muss ich was kochen. Ja, müssen wir sogar wirklich. Okay, also Brot, Tomate, Fleisch, Salat, Brot. Das kriegen wir hin. Brot, Salat, Tomate, Fleisch, Brot. Oh. Nee, doch nicht. Tomate, Salat, Fleisch, Brot. Hä? Ach, eine Zwiebel ist da. Was? Ach, das ist ja gar kein Brot, das ist ja Salat. Oh Mann! Bitte nicht weiter erzählen, was das gerade war, was ich da gerade gemacht habe. Bitte, bitte nichts davon weiter erzählen. Einfach kein Verraten, wie lange ich dafür gerade gebraucht habe. Warum? Ah, doch, okay. Och, Mann! Ey, was mache ich denn da falsch? Aber warte, ich muss jetzt. Warte, wenn ich von der 3 muss ich jetzt so zu 7, glaube ich. Oder muss ich das erst am Ende machen? Ich glaube, so zu 7. Also so zu 3. So zu 7. Ich mach's doch! Ich krieg echt zu viel. Ja, Karl, beruhig dich! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Ey, wir kommen doch nicht zurück! Komm doch zurück! Oh. So, komm zurück. So, René lag da zwar, aber ich kann halt niemanden saven.
Warum geht das nicht? Claudio, hilf mir mal. Ich weiß nicht. Ich krieg hier zu viel. Ich hab's einfach nicht hinbekommen. Ja, ich will das jetzt aber auch durchbekommen. Oh, ich krieg echt zu viel. Ey, ich war die ganze Zeit bei dieser Tresoraufgabe. Ich krieg es einfach nicht hin. Ja, ich hör's. Ich krieg echt zu viel gerade. Oh, es hat René erwischt, okay. Ja. Kann man 100%ig rausnehmen. Und ich glaube, du bist es auch nicht, weil ich dich in dem einen Raum gesehen habe, wie du da die einen Pass gemacht hast. Claudio. Ja, ich weiß nicht welche, aber ja. Ach ja, doch, ich weiß, wo du meinst. Du meinst bei genau, Mainhole. Ich bin genau. Direkt, ja, genau, ich bin dann direkt nach dir hingegangen und hab die Tasks gemacht. Welche hast du denn gemacht davon? Das war ein Dialekt, direkt hinter dir war ich. Ja, und welche, was war das genau? So eine Electrical, glaube ich. Deshalb, also ich glaube, dass du es nicht bist, weil du warst auch ziemlich lange alleine. Okay, eigentlich kann ich Julia. Und ich glaube, ich habe bis jetzt nur dich gesehen. Sonst bin ich keinem anderen über den Weg gelaufen. Ja, ich kann halt Alex, glaube ich, und Julia saven. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich verzichte jetzt auch auf die Tresoraufgabe. Aber Donny, du bist halt verdächtig, muss ich ehrlich gestehen. Wieso denn das? Also du bist nicht ganz raus, Luisa und Juju sind für mich nicht ganz raus. Drei Leute. Aber Juju ist ja jetzt gelieft schon. Nee, ja. Nee, Juju, Juju. Ach, Juju. Ach so. Ach so, Entschuldigung. Ja. Danke, Claudio. Ja, ich habe auch Renés Leiche gesehen, aber ich bin über ihn gelaufen. Ich dachte mir so, komm, mach deine Task einfach fertig. Jo, wir hätten mich gewortet. Ich nicht tatsächlich, ich habe geskippt. Viel Erfolg, Papa Donny. Jetzt muss aber ein bisschen reinhauen mit dem Kills, ne, Papa Donny? Ey, Claudio, ne, manchmal bin ich echt. War das nicht 9-3-0-0? Oh. Julia kann ich ja nicht jetzt zu 100% eigentlich rausnehmen. Dein Netz kommt sabotiert, dann ist... Nee, kann's nicht sein. Ja gut, Freunde. Okay, also ich glaube, Claudia, jetzt kannst du mich auch ausschließen. Ja. Okay, wer war's? Wir waren ja zu viert gerade bei Security. Ja. Ja. Wieder Engine Room? Das muss ja eigentlich auf der Cam zu sehen sein. Engine Room... Ich kann Claudio Kalimani und Donny saven. Genau. Ja, also entweder ist es... Ja ich glaube, okay. Juju. Nein, ich glaube immer noch, dass es Donny ist. Weißt du, warum? Warum? Weil... Was? Also, habt ihr in Engine Room vorher geguckt, Claudio? Ich bin tatsächlich durch Engine Room durchgelaufen. Nein, nein, aber jetzt auf den Cams. Nee. Okay, weil, Nein, er kann nee, es nicht nee. Sein. Er kann also es nicht sein, kann. Das stimmt, ich weiß. Ich bin von Meeting Room runtergelaufen. Nee, da war keine Leiche. Okay, gut. Ja, also. Okay, also ist es, Juju aber oder du Orange. Kannst, ja, aber du kannst ja Juju saven von eben. Nein, nein, ich konnte Julia saven, Julia. Aber auch nicht okay, so 100%. Dann, Pink? Ja. Okay, Pink. Und wenn es nicht Pink ist, dann Orange. Und dann von mir aus könnt ihr mich rausroten. Easy win. Komm, René, stimm dich. Okay. Ja, okay. Nice, sehr gut. Super, sehr gut. Letzte Runde. Okay, Leute, das war's hier. Eine neue Among Us-Runde. Hat heute sehr viel Spaß gemacht, finde ich. Ja. War mal ein bisschen unterschiedlich sozusagen von den Runden. Wir hoffen trotzdem, ihr hattet Spaß. Schaut gerne nicht bei Zock mit mir oder Brawl mit mir oder bei der Chaos Crew vorbei. Was? Bitte, beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.